Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Wir sind unterwegs zur Scars-Insel, um Left vor seiner eigenen Mutter zu retten. Auch sehr geile Aufgabe. Dafür wollen wir prinzipiell ein Boot klauen. Das wird aber durch diesen Scharfschützen da hinten, der schon wieder auf uns ballert, so ein bisschen verkompliziert. Verdammt, bin ich schon wieder! So. Ein Klicker. Warum auch immer ich jetzt gerade nicht geschossen habe. Hatte ich nicht nachgeladen? Oh mein Gott. Ja, genau. Gib ihm. So, haben wir uns geheilt? Ja, haben wir. Können wir mal neue Heilung machen? Ja, können wir auch. So, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, warum und ich wieso ich beim letzten Mal gestorben bin. Die gute alte Brechstange aus Half-Life. Nice. Ja, irgendwann kam hier auch noch ein Schembler an und der hat mich, glaube ich, erledigt. Hört nicht auf! Ich weiß! Das Problem ist auch... Oh, es geht schon los. Jedes Mal, wenn ich mich hinstelle oder wenn ich ziele, stellt sie sich auch hin. Boah. Ich muss mal dringend irgendwo anders hin, wo ich weder in Schusslinie bin, noch in dieser Gasgeschichte. Ja, sorry. Auch wenn das jetzt... bin ich immer noch in Schusslinie? Es könnte sein, dass das ein bisschen Munitionsverschwendung gewesen ist. Ey, können wir jetzt mal zur Ruhe kommen hier? Und zur Ruhe kommen heißt für mich vor allem erstmal heilen. Ich glaube, ich habe noch so ungefähr ein Leben gehabt, einen Lebenspunkt. So, was geht denn jetzt hier? So, die Waffe ist nachgeladen. Die Waffe eigentlich auch, die Waffe nicht. So, ist der Irre immer noch da? Ja, ne? Prinzipiell. Ach komm, Gönnung. So, ich glaube, jetzt haben wir es doch langsam geschafft. Kann's kaum abwarten, ihn zu kriegen. Aber ehrlich, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird bestimmt so eine Joel-Aktion. Wir schleichen uns jetzt an. Nähern uns seinem Standort und ja, wenn wir durch die Tür gehen, kriegen wir ihn oder will er uns von der Seite eins überziehen. Aber wir können es natürlich vereiteln. Ja, das hier vom Grill nehmen wir natürlich auch gerne mit. Wollten wir hier rüber oder wollten wir runter? Nee, unten sieht mir ein bisschen tief aus. Warum juckt denn heute mein Auge so, verdammte Axt? So, dann schauen wir mal, wo der Assi sich versteckt hält. Wo ist der hin? Der kann nicht weit sein. Ja, klar. Sag mal, soll man... Wow. Ja.
Wird es nicht mal an der Zeit, zurückzuschießen? Ach, da vorne! Ist das Bicho muerto? Ist da! Los, 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 los! Jetzt nicht nachlassen! Pass auf! Runter! Wir haben dich, Pendejo! Ich komm sofort. Ich guck nochmal, ob hier irgendwo was rumliegt. Aber offensichtlich nicht. Ach, Ellie. Ach, Ellie, sag ich schon. Ach so, nee, das war mein Kumpel. Oh. Ey, sag mal. Ja, genau. Ey, du kleine Pissnelke, ohne Witz. Wir haben ihn! Nein, was? Er wird warten. Das denke ich auch, dass das eine dumme Idee gewesen wäre. Besser mal irgendwie von der Seite kommen oder so. Stehst du wieder gut da? Abwarten, was von ihm übrig bleibt. So, stirbt Manny jetzt? Scheiß drauf. Lass uns. Ich hab's geahnt. So, das war Manny. Oh Gott. Wie sieht sie denn aus? Scheiße. Sie hat die volle Suppe ins Gesicht gekriegt. Oh Mann. Und jetzt bricht die alte Rachewut und Racheversessenheit wieder hoch. Oder kocht die wieder hoch. Wie geil, da hat sie sogar ihren blutigen Handabdruck hinterlassen. So, Manny. Manny, sag ich schon. Du dummes Arschloch. Welche Munition brauchen wir für dich? Und wo treibst du dich rum? Auch schon wieder so eine ähnliche Szene wie mit Ellie in dem Restaurant, nachdem sie da gefangen gehalten wurde und dem einen Typen, glaube ich, fast den Finger abgebissen hat oder abgebrochen hat. Der auch ein bisschen säuerlich auf sie war. Aha. Ich nehme doch mal lieber was für Entfernung, obwohl es mir bisher noch nicht gelungen ist, ihn einmal zu treffen. Ich weiß auch nicht, ob das möglich gewesen wäre. Wahrscheinlich eher nicht. Aber die, echt ohne Witz, die Musik und Sounduntermalung, die ist einfach so unfassbar gut auch in diesem Spiel. Wow. Naja, komm. Den Pisser. Sagte ich gerade Pisser? War das Tommy? Bist du okay? Abby? Ja. Du? Ja. Wer war das? Spielt keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm.
Wir nehmen das Boot. Ist das Tommy gewesen? Ich hatte so den Eindruck, aber so richtig genau hingucken konnte ich nicht. So, die Insel. Okay. Jetzt sind wir wohl in der Skars-Heimat oder in der Skars-Basis angekommen. Über die Insel. Na, sehr gut. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Ja, da bin ich echt gespannt, was uns hier erwartet. Hier wird ja wohl einiges an Skars rumrennen und vielleicht sind die WLFs ja mittlerweile auch hier und sie leisten sich einen heißen Krieg. Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Ja. Das hätte ich ja auch beantworten können. So, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Wie groß mag denn diese Insel sein, wenn wir die jetzt ganz überqueren müssen? Geht das mal ein bisschen schneller da oben? Das ist auch geil, einarmig. Einmal daneben gegriffen und du fällst hier rückwärts runter. Eine Münze. Ich habe sie doch zumindest gerade gesehen. So. Ich hole Vorräte. Ja, kein Stress. Nur für den Fall. Ja, das sind gute Vorräte, Idaho. Damit kann man, wenn eine Munition ausgeht, kann man die im Zweifel auch in die Pistole stecken und verschießen. Backstein. Na gut, aber wenn ich mir gucke an oder anschaue, was hier für eine breite Straße über die Insel geht, scheint die jetzt auch nicht so ganz klein zu sein, oder? Hier geht ja quasi ein Highway drüber. Und das übliche Begrüßungsritual der Skars. Ausgeweidete Leute. Sie schon mal gesehen. Tut mir leid. Wegen deiner Freunde. Nicht zu ändern. Tja, nicht so lecker dieser Anblick. Und er hat einen Zettel dabei. Tot, aber Zettel. Sonntag 0500. Scott und ich haben die Ostküste gegen 0300 erreicht. Die Information der Gefangenen war tatsächlich mal nützlich. Kein direkter Widerstand. Wir suchen jetzt einen höheren Standort, um uns zu orientieren. 0730. Die größte Ansammlung von Gebäuden befindet sich auf der Südseite. Im Norden und Osten sind Farmen und eine Art Holzfällerlager. Kleinere Ansammlungen von Gebäuden sind auf der ganzen Insel verstreut. Alles Holzhäuser nach dem Ausbruch erbaut. Diese Freaks meinen es tatsächlich ernst damit, dass sie von dem leben wollen, was die Erde ihnen schenkt. Wir werden näher an eins ihrer Dörfer herangehen. 10:15. Wir warten in einem alten Gebäude im Zentrum der Insel auf den Einbruch der Nacht. Die Skars haben in diesem Gebiet noch nichts abgerissen und neu aufgebaut. Könnte ein guter Sammelpunkt für uns sein. 2100. Ihre Anzahl ist beunruhigend. Es sind deutlich mehr als wir dachten. Die Dörfer sind gut gesichert und ihre Patrouillen über die Insel sind gut organisiert und häufig. Wir haben mehr Informationen gesammelt als gedacht und machen uns auf den Rückweg. Montag 0400. Bei der Rückkehr zum Landeplatz haben wir unser Boot gesunken vorgefunden. Es wurde zerstört. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen irgendwie anders von dieser Insel runter. Eddie, warum hilfst du uns?
Das war dann wohl eine Warnung für alle Neuankömmlinge, würde ich sagen. Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Musste einfach. Was ich Joel angetan habe. Da ist tatsächlich eins dieser neu aufgebauten Dörfer. Oh, es ist tatsächlich auch nicht so klein. Oh. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Haven. Unseres liegt dahinter. Nicht Trödel. Also es gibt mehrere Dörfer dieser Größe, oder was? Es macht mir ein bisschen Sorgen, was in diesem Brief stand, dass es viele sind mit großen Dörfern und gut organisiert. Was ist das? Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Verdammt, Isaac! Ja, eigentlich kann es... Los, Nina. Wie viele Leute leben hier? Etwa 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefecht. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Also eigentlich kann es fast nur positiv für uns sein, wenn die Scars von den Wolves abgelenkt werden. Okay. Sind wir die Einzigen hier in dem Holzfällerlager? Oder muss ich hier mit Überraschungen rechnen? Man ernährt sich auf jeden Fall von Fisch und Wild. Aber anscheinend hat man hier Nahrung genug. Also es sieht nicht so aus, als wenn die Hunger leiden würden. Was hat sie jetzt gesagt, wo sie alle sind? Campen? Oder kämpfen? Marcus, verteile das Wildfleisch wie folgt. Filet, Hüfte, ältester Duncan. Rücken, Oberschale, Unterschale, älteste Konstanz. Bla 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 bla. Ältester Duncan möchte, dass sie für die Leitung des Angriffs auf das Wolf-Lager letzten Monat belohnt wird. Schulter und Reste Lehrerin Lyra und ihre Familie. August will außerdem das Fell haben. Er hat versprochen, dass Esser uns dafür neue Ausbeinmesser macht. Sieh zu, dass er seinen Teil der Abmachung einhält. Gib das Geweih irgendjemandem, von dem du meinst, dass er es verdient hat. Sie führe dich, Lucia. Es gibt auf jeden Fall jede Menge neue Munition. Der bewegt sich sogar, wenn man gegenrennt. Geil. So, kommen wir hier noch rein? Nee, offensichtlich nicht. Aber die haben echt... Also nahrungsmitteltechnisch sind sie nicht so schlecht ausgestattet, muss ich sagen. Aber sie betreiben ja auch einen scheinbar guten Anbau hier. Der Wald dürfte wahrscheinlich genug Wildtiere hergeben. Lebende Hühner sind hier drin, auch nicht schlecht. Ja, und noch ein bisschen Zeugs. Ah doch, es hat mir sogar hierbei geholfen, okay. Oha, wen haben sie denn hier reingeschnitzt? Oh Mann, ey, und sie betet sie immer noch an. Suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Können wir die kaputt machen? Müsste doch mit so einer Brechstange eigentlich zu machen sein, oder? Ich höre Stimmen, oder? Oh.
Nicht zu weit schieben, bitte. Wir werden auf jeden Fall gerade ein bisschen ausgestattet. Das Spiel muss nicht meinen, dass ich das nicht merke. Bringt sie in Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Gar nicht gut. Wie kommen wir hier durch? Das Tor ist abgesperrt. Ich weiß nicht. Uns Rambo-mäßig durchballern. Ich würde rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Jetzt sind gerade eh alle weggerannt. Dann sollte es nicht allzu schwierig werden, oder? Oder sind noch Leute hier? Naja, so ein paar Leute scheinen noch hier zu sein. Reinige deinen Dank. Das wird eine lange Nacht. Nur durch den Angst finden wir wahre Stärke. Ich bin nicht bereit. Für das Wohl deiner Nächsten und für dein Land. Du bereitest, wenn die Zeit kommt. Wir sollten die Eltern nicht kommen. Oh oh. Was? Alles gut? Ja, mehr als diese drei hier kann ich gerade nicht entdecken. So, du pfeifst nicht nochmal, mein Freund. Aber ich denke, er hat seine Leute alarmiert. Ja, jetzt haben wir den Salat. Suchen wir alles ab. Oh! Ein Wurf ist im Dorf! Zur Sägemühle! Hätte man das hier lautlos erledigen sollen? Müssen? Tun? Nach rechts! Oh. Ey, ich gehe am Stock. Hier scheint mir doch ein bisschen sehr viel los zu sein. Ich renne einfach mal. Mehr denn jetzt her? Ich habe auch das Gefühl, das werden immer mehr Gegner, sobald man erwischt wird. Hier liefen doch gefühlt nur zwei, drei rum und kaum wurde man erwischt, standen sie auf einmal in Massen hier. Das kann da auch irgendwie nicht ganz sein, oder? Vor allen Dingen entdecken sie auch laufend die Leichen, die hier rumliegen. Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht. Naja, gut, es sind auch so ein paar mehr. Und für dein Land. Bist du bereit? Ein Wurf ist im Dorf! Das Lager! Ach, wie gesagt, was heißt hier wie gesagt? Ein Pfeil reicht nicht, um den zu töten, oder wie? Ernsthaft? Ist sie mir jetzt in den Weg gerannt? Achtung!
Eieiei. Weißt du, dass ich das auch kann mit den Pfeilen? So. So. Wer schießt hier noch hinterrücks auf mich? Das ist eine Unverschämtheit, möchte ich nur mal so festhalten. Ach, da ganz oben. Ich höre auch jemanden. Hatte ich nicht mal geskillt, dass ich hier im Schleichmodus auch schneller laufe? Oder war das auf Ellie? Kann man hier rein? Kann man hier tauchen? Nicht mit mir. So, da ganz oben auf dem Balkon stand vorhin auch noch einer und einer läuft da ganz hinten. Ach klar, ey. Pisser, ohne Witz. Rechts von dir! Abi! Er ist tot! Ja, das ist gut. So, zwei Leutchen sehe ich da noch. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, das war dein letzter Pfiff, mein Freund. Und auch dir wird es nicht viel besser ergehen. Warum wollen die immer alle so nah ran? Und du willst auch nah ran? Das finde ich total fair. Oh no! Das stimmt. Teufel, uns hältst du nicht auf. Sag mal. Ich bin bereit. Ja, wir auch. Na gut, ich weiß nicht, ob das hier auch... Hätte man sie einfach durchschleichen können? Ich weiß es nicht. So, muss ich noch großartig was absuchen? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin während des Kampfes hier in allen Gebäuden drin gewesen. Ich glaube, hier komme ich ja irgendwie her. Hier war ich auf jeden Fall drin gewesen. Na gut, eine Schere haben wir offensichtlich liegen lassen. Und den dicken Hammer.
Wertvolle Gewehrmunition. Hier haben wir vorhin etwas den schwimmenden Weg gewählt. Ah, etwas Heilung. Gut, aber das, ich hoffe mal, das hat sonst keiner in den anderen Dörfern mitbekommen. Ansonsten wäre das schlecht. So, Impuls hält länger an. Impuls, den ich eh nie nutze. Da oben waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Das schauen wir uns noch eben an. Bevor wir dann durch unser eigentliches Zielhaus hier gehen, gibt es auch schon wieder ein kleines Päuschen. Ach, hier geht's gar nicht rein. Aber ich glaube, auch unter Wasser gibt's wie immer nichts. Na, ich glaube, hier muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, dass man nicht ersäuft. Aber ich denke, hier kommt man jetzt auch nur in dem einen Brunnen wieder aus. Genau. Gut. Dann denke ich, dass wir hier soweit durch sind. Das da vorne ist unser Ziel. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal weiter an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.